Moin, warum 2024 dein Leben verändern wird, warum es deine Chance ist auf absolute Erfüllung, Leichtigkeit, viel mehr Lebensfreude, kein Stress oder Druck mehr, sondern dafür eine ordentliche Portion Spaß. Ja, wie das geht, all das noch viel mehr verraten wir dir jetzt in diesem Podcast-Video. Und am Ende haben wir noch eine wundervolle Überraschung für dich. Wir sind's, Annette und Easy, meine Seele, wie schön, dass du da bist. Okay, los geht's. Als allererstes möchten wir dir natürlich nochmal ein ganz wundervolles neues Jahr wünschen. Auf das ist, wie gesagt, dein bestes und schönstes und glücklichstes und erfülltes und erfolgreiches Jahr wird. Ja, dieses Jahr 2024 ist ja wirklich ganz besonders. Ich habe ja schon oft drüber gesprochen, weil es wirklich das Jahr der Transformation ist. Es wird was völlig Neues eingeleitet, nochmal so offiziell die neue Zeit. Und ich habe ja auch schon oft drüber gesprochen, wie wichtig die neue Zeit ist und welche Chance uns diese neue Zeit eben bietet, welches Tor jetzt geöffnet wird für uns, welches Portal sozusagen für uns geebnet wird, sodass wir uns wirklich entfalten können, dass wir in unsere wahre Größe gehen können, dass wir unser volles Potenzial leben können, dass wir wirklich endlich unseren Seelenplan leben können. Denn dieses Jahr ist wirklich ganz entscheidend und das wird in die Geschichte eingehen, weil, wie gesagt, ein neues Zeitalter eingeläutet wird. Und in diesem Zeitalter geht es nämlich darum, wirklich immer mehr mit dir und deiner Seele zu sein, dass ihr immer mehr eins werdet, dass ihr wirklich ein Team bildet. Ich weiß, du bist auch deine Seele und das ist auch cool, aber du bist Mensch und du bist Seele und du bist auch inneres Kind. Und daraus ein Team zu bilden, kann ich dir sagen, verändert alles, weil du bist nicht mehr allein unterwegs, sondern du bist wirklich gestärkt unterwegs und es wird sich alles dadurch verändern. Wenn du zum Beispiel die magische Anleitung für dein neues Jahr gemacht hast, wirst du etwas bemerkt haben, weil da ging es ja darum, dein Jahr mit deiner Seele zu erschaffen. Denn deine Seele kennt ja schon deine Zukunft, deine Seele kennt ja schon dein bestes Jahr. Und das ist nämlich mega cool, wenn man wirklich auf seine Seele hört, auf ja, seine Intuition, auf sein Herz, weil das ist ja das Sprachrohr deiner Seele, um wirklich da mal zu schauen, was Großes wartet da eigentlich auf mich oder was ist eigentlich dran dieses Jahr oder womit soll ich starten und was ist mein Weg? Weil dadurch gönnst du dir eine ganz neue Gestaltung deines Jahres und du wirst etwas bemerkt haben, dass nämlich kein Druck mehr da war und die Leichtigkeit reinkam und vor allen Dingen der Spaß reinkam, gerade wenn du auch noch deine Kleine dazu eingeladen hast, dein inneres Kind oder eben dein Kleinen. Das Besondere daran ist ja, dass du nicht irgendwas konstruierst aus dem Kopf heraus, irgendwelche Ziele, die du unbedingt erreichen willst, weil dann, nur dann bist du gut oder hast du die Anerkennung oder dann wirst du als erfolgreich angesehen. Darum geht es nämlich gar nicht, sondern es geht darum, dass du deinen Weg findest und deinen Weg gehst. Und da kommt ganz viel Fröhlichkeit und Leichtigkeit rein, weil du diesen Druck nicht mehr hast. Weil das Schöne ist, sofern du das nämlich mit deiner Seele machst, ist gar kein Druck mehr da. Es kommt Leichtigkeit rein und es kommt dieses Beschwingte rein, dass du immer mehr in deiner Energie bist und dass du für dich einfach ja, auch weißt, wenn das von ihr kommt, ist es ja schon da, weil deine Seele hat ja schon alles geplant, die kennt ja schon deine Zukunft, das ist alles fertig, sie hat schon alles kreiert. Und wenn du dein Calling bekommen hast, in welchen Bereichen auch immer, das jetzt zu leben, dann wirst du das auch leben und dann wird es auch passieren. Das Einzige, was es gilt, ist jetzt, dass du die Version wirst, die Version dazu, dass du das eben auch leben kannst, weil du weißt ja, du ziehst das an, was du bist. Also, dass du da schwingen kannst, wo letztendlich schon das alles kreiert ist von deiner Seele, dass es jetzt sichtbar werden kann, weil im Moment kannst du es noch nicht sehen. Und das finde ich so faszinierend. Und das finde ich immer wieder faszinierend. Ich praktiziere das seit Jahren, dass ich mir da einfach den Druck rausnehme, weil der ist gar nicht mehr da. Warum auch? Wenn Easy sagt, das ist so, dann ist das so. Und das finde ich so cool. Und das kannst du eben auch für dich erreichen. Natürlich ist das nicht von heute auf morgen. Das ist auch eine Übungssache. Da wird auch der Verstand sagen, na, ob das jetzt alles stimmt. Du kennst diese ganzen Tricks, die natürlich irgendwo in uns sind. Aber sofern du das immer mehr trainierst, sofern du immer mehr auch mal innehältst und sagst, Moment mal, Verstand, ne? Der ist ja mal recht laut, sei mal leise, ne? Mach mal Urlaub, geh mal weg. Sondern ich möchte jetzt einfach wirklich mal in mich schauen und in mich hören und einfach mal reinfühlen, was fühlt sich richtig toll an, was ist es, wo ich richtig Lust drauf habe, das eben auch zu machen. Und wenn da eine Freude ist, wenn da wirklich dein Herz aufgeht, dann ist es zum Beispiel auch ein Zeichen, dass es wirklich von deiner Seele kommt.
Das heißt, dem kannst du immer folgen. Und je mehr du deinen Weg gehst, desto glücklicher bist du, desto erfüllter bist du und desto leichter wird dir auch alles fallen. Weil du bist ja mit allem ausgestattet, um eben auch diesen Weg zu gehen. Das ist ja das Coole. Und sofern dir noch was im Weg steht, aufräumen, transformieren, verstehen, was ist da los, warum habe ich das erlebt. Weil wie gesagt, du hast ja nichts umsonst erlebt. Das hat ja alles mit deinem Seelenplan zu tun. Manchmal, wenn es eben auch ganz schwierig war oder auch hart war oder sehr wehgetan hat, ist es trotzdem ganz, ganz wichtig für dein Sein auf dieser Welt, warum du auf dieser Welt bist. Und das ist das Schöne, wenn man sich damit vertraut macht, wenn man einfach weiß, das Leben ist nicht gegen einen, sondern für einen. Und sofern du eben auch deinen Seelenweg gehst, desto mehr wirst du auch herausfinden, dass Herausforderungen nicht gegen dich sind, sondern dass sie für dich sind, damit du wachsen und reifen darfst. Und das ist das Schöne. Und das ist sozusagen dieses Jahr, was so das einläutet, das ist so eine ganz schöne Aufbruchsenergie, die wir ja schon lange spüren. Die neue Zeit ist ja schon da, aber wie gesagt, 2024 ist nochmal so der Gongschlag, Bang, wo das Tor geöffnet wird, wo jetzt immer mehr Menschen und Seelen eben auch zusammenkommen dürfen. Und ich bin so glücklich auch darüber und so dankbar, dass eben mit Easy machen zu dürfen, wirklich Mensch und Seele zusammenzuführen, damit sie wirklich ihre wundervolle Seelenaufgabe leben können, ihr wundervolles Business und auch mit ihrem Seelenpartner alles, was dazugehört. Und das erklärt auch, glaube ich, ganz gut, warum dieses Jahr wirklich deine Chance ist, weil du wirklich die Chance hast, zu einer neuen Version zu werden. Das heißt nicht, dass deine alte Version schlecht ist oder so, überhaupt nicht, sondern das ist ein anderes Kapitel. Du schlägst jetzt ein neues Kapitel auf, du machst jetzt die Tür zu deinem neuen Leben sozusagen auf, zu einem Leben, wo du wirklich absolute Erfüllung leben kannst. Immer, immer mehr Leichtigkeit, Fröhlichkeit, Lebensfreude und so weiter. Erfolgreich sein, aber eben auf eine ganz, ganz neue Art, ohne Druck, sondern wirklich mit Leichtigkeit und mit Freude. Und je mehr du halt eben auch für dich erkennst, dass es ein Prozess ist, dass es ein Weg ist und du den genießt und nicht immer nur diese Resultate haben willst, desto leichter wird es auch. Warum willst du dir jetzt schon den Druck machen? Das muss jetzt aber Ende dieses Jahres passieren. Nein, wenn es dieses Jahr vielleicht noch nicht passiert, dann im nächsten Jahr. Aber geh mit Freude deinen Weg und schau einfach, was das Universum dir für Möglichkeiten und Optionen bietet, die du für dich nutzen kannst, weil es geht hier ums Wachsen und Reifen. Du weißt ja, das sage ich immer und immer wieder. Und je mehr du wächst und reifst, je mehr du, weiß nicht, auch immer auf ein neues Level kommst, desto größere Erfüllung lebst du. Das ist wie so eine Erleuchtung in deinem Leben. Und jetzt geht es einfach ums Erwachen wirklich endlich du selbst zu sein, mit deinem ganzen Potenzial, mit all dem, was in dir steckt. Wir brauchen dich, wir brauchen keine Rolle, die du irgendwie spielst, weil du denkst, irgendjemand gefallen zu wollen oder dass du dich verbiegst. Nein, verbiegen ist vorbei, sondern jetzt geht es darum, dass du dein Wunder wirklich erlebst und immer mehr entdeckst, dass du wirklich das Geschenk, welches du bist, auspackst, deine ganze wundervolle Schönheit. Denn das brauchen wir jetzt in der neuen Zeit. Jetzt kommen wir zur angekündigten Überraschung, denn wir wollen jetzt deine neue Version willkommen heißen. Und dazu wird gleich Metatron etwas sagen. Ich bin schon ganz gespannt. Also setz dich bequem hin, wenn du es nicht schon tust. Schließe deine Augen, natürlich nur, wenn du kannst. Und atme erstmal einmal tief ein und über den Mund wieder aus. Und lass dabei einfach mal alles Belastende los. Es ist gerade nicht wichtig. Und wenn du magst, leg gern deine Hände auf dein Herzzentrum. Denk an etwas Schönes, dein Herz öffnet sich und du bist mit dir, deiner Seele und auch mit deiner neuen Version verbunden. Wir sind Metatron und ich nehme hier Platz stellvertretend für alle Engel und Meister. Und wir freuen uns ganz, ganz, ganz besonders, jetzt die neue Version von dir begrüßen zu dürfen. Und so sprich mir nun nach, laut oder im Geiste, mein wundervolles neues Ich, meine wunderschöne neue Version von mir, die es mir ermöglicht, endlich mein Leben zu leben. Endlich das Leben zu leben, was mich erfüllt. Und ich freue mich, dass du jetzt endlich da bist, dass wir all die Wunder in mein Leben ziehen werden, dass all das geschieht, was mich auch erfüllt und glücklich macht, wo ich mit so einer Leichtigkeit und Freude mein Leben genießen kann. Wie schön, dass du da bist. Ich liebe dich. Sei es. Das war schön, oder? Ach, herrlich. Tja, ich kann nur sagen, wie schön, dass es dich gibt, wie schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank und
Ja, herzlich willkommen, du, deine neue Version auf dieser Welt. Und ja, ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du wirklich jetzt dein schönstes Leben lebst. Wenn wir dir helfen sollen, dann tun wir das natürlich gerne. Schau gerne auf meiner Webpage vorbei, annettebaumeister.com. Und jetzt sende ich dir alles, alles Liebe. Love and smile, so oft du nur kannst. Deine Annette and Easy. Lebe deine Einzigartigkeit, denn auf die kommt es jetzt an. Also, du bist ein Geschenk. Pack es aus. Wir lieben dich. Tschüss.